are you ready for your Tribe Vibes? FM4 Tribe Vibes. DJ Fact and Tricious. Every Thursday, 10 to 12. This is hip hop. Austria, what's up? Turn it up. Telling you, play it louder. Der Name des Ganzen ist Soul, dieser EP. Und ja, das ist ein bisschen das, was ihr damit rüberbringen wollt, auch, oder? Ganz genau, ja. Auch im Sound auf jeden Fall. Ja. Psycho für die Hauptproduktionen, glaube ich, verantwortlich. Und dann gibt es noch Brank und Meller Remixes. Ganz so ist es, ja. Sehr schön. Ja, warum habt ihr euch diese Zeit genommen jetzt für drei Tracks? Zwei Jahre, was ist da passiert? Es war mehr oder weniger so, dass wir angefangen haben, nach dem ersten Album eigentlich aufs zweite Album dann loszugehen. Allerdings hat sich nach kurzer Zeit dann irgendwie gezeigt, dass sie die Entwicklung von den Tracks in eine bestimmte Richtung bewegt. Ja. Und es war, wie soll man sagen, es ist einerseits das Thema, um das auf dieser CD geht. Ist zu wenig für ein Album, aber zu viel, um es nicht rauszubringen. Es geht halt alles im Endeffekt um Soul. Soul ist ein bisschen so die Antwort auf die neue, also auf die ganze Gangsterwelle rundherum. Ich habe das Gefühl, Hip-Hop ist nur noch komplett hart, es gehen nur noch die harten Jungs durch. Und Soul ist halt ein bisschen so die softe Antwort, dass es eigentlich um mehr geht als nur um ein einzelnes Gefühl oder um eine Emotion, nämlich Hass. Und ich bin der Härtere, sondern es gibt mehr dahinter. Und dadurch, dass die ganzen Tracks dann irgendwie cool zusammengepasst sind, vom Inhalt her wirklich kompatibel untereinander und hat dann irgendwie so ein schönes, rundes Ding ergeben. Ganz genau. Ja. Es ist auf jeden Fall was gesagt werden muss und für das ist es ein sehr gutes, kompaktes Paket. Was auch vielleicht nicht unbedingt dann auf ein Album gehört. Ganz genau. Okay, wir diskutieren jetzt dann gleich weiter. Im Hintergrund spielen wir währenddessen einen der Songs von dieser CD und der heißt Nichts passiert. Yes, sir. Und dies ist nur ein Underground-Track, das nie im Club schafft. Weil man normalerweise Eintritt bezahlt für Musik, die man gewohnt ist. Doch man gewöhnt sich nur an Dinge, die gepusht werden vom Showbiz. Und ihr könnt denken, was ihr wollt, sagen, was ihr wollt, producen, was ihr wollt, es wird sich eh nichts ändern. Ich schau dich um, was bleibt uns über, außer ein paar Momente, wo man spürt, eines Tages wird sich unser Blatt noch wenden. Ich halt mich fest an ihn, besser wie ein Underground, als White Trash aus West-Berlin. Independent auf Siege 44. Vor 5 Jahren schienen diese Ziele wie unwirklich. Jetzt macht Camp mit Versagern sein eigenes Ding und somit Platz für uns. Das nimmt eine Zeit in die Classics sein Ziel. Was kann man mehr erwarten? Außer dass mehr Leute Champs an Starten und Qualität kommt nach Gangsterphasen. Vielleicht kommt Yoshi dann noch back zu seinem alten Stil. Und ich mein nichts, ich kann hart Klamotten anzuziehen. Die Optree. Know what I mean? Egal was sonst so passiert, ich bin Stoff auf Papier. Ich bin schwer motiviert. Nichts passiert, Ausgleich von der Soul EP. Bei Nichts passiert waren dann noch vielleicht auch eure Erfahrungen jetzt mit diesem ersten Album, hat das auch irgendwie da mitgespielt schon, und das Feedback, was da gekommen ist und so weiter? Na, definitiv, also vom Feedback her war es ja von Nimm dir Zeit, also können wir uns eigentlich nicht beschweren. Ich sage mal, also wir sind jetzt nicht unbedingt die Gruppe, die am Mörder-Hype auf diversen Hip-Hop-Foren auslöst, aber wie soll ich sagen, wir kriegen die Props von den richtigen Leuten. Und ihr habt hier ein Spezial-Feature live, nämlich, dass ihr zwei DJs habt, das wahrscheinlich für die Live-Show auch eher Vorteile bringt. Auf jeden Fall. Es ist halt nicht immer umsetzbar, weil das Problem ist, die Technik und man tritt hin und wieder natürlich in Clubs auf, wo nicht unbedingt der Platz ist für drei Turntables. Ja. Aber es ist doch, also wenn wir es zusammenbringen, dass wir die ganze Technik hin dort aufbauen und da wirklich die Show so bringen können, wie wir es eigentlich einstudieren, dann ist es schon was sehr, sehr Leibendes. Also mit welchen DJs seid ihr unterwegs? Die zwei. Genau. Ich weiß es nicht, um Fernsehsendung. Sie reden über Namen droppt, dass ihr mal so Name-Dropping betreibt. Also, ich bin einmal der Bernie, das bin ich, und das ist der Pass neben mir. Genau, zwei alte Hasen. Ich wollte gerade fragen, weil teilweise auf manchen Songs habt ihr ja beide Cuts gemacht. Wie funktioniert das dann in der Zusammenarbeit? Oder? Naja, also da muss man, weiß nicht, sagen. Es hat sich natürlich auch mit der CD dann mit der Zeit entwickelt. Dass zum Beispiel, also bei ein paar Songs haben wir das gemeinsam gemacht und ich erinnere mich noch an das letzte Interview, wo wir das letzte Mal da waren, wo du noch gefragt hast, wie quasi der Aufbau von uns ist, ob wir nur quasi die Cuts dazu machen zu den bereits fertigen Tracks oder halt mal nach oben gekehrt. Ja. Also in dem Fall ist es eigentlich wieder ganz normal gelaufen, bis auf das Intro und den Instrumental-Mix am Schluss. Das war mehr oder weniger von mir die Initiative und ich habe gesagt, ja, das hätte ich gern drauf auf der EP und das hat dann auch so ganz gut funktioniert, sage ich mal. Ja. Zum Beispiel auch beim jetzt zu hörenden Track, der heißt All for Love und featured Daniele Bauer an den Vocals. Ja. Yeah.
was soll man sagen, ja, was soll man sagen, ja, tja, Word, was soll man sagen, es sind schon Jahre vergangen, doch ich fühle mich immer noch so, als wäre ich gerade am Anfang, wahrscheinlich deswegen, weil in Wien noch immer nichts geht und meine Tracks sich melancholisch zeigen wie Kinder auf Krebs, wo auch immer ich stehe, ich nehme jede Menge vor, für das meiste keine Zeit, als wäre ich lebenslänglich fort, ich war stets ein Fan von Torch, doch wer kennt das heute noch, wenn man die Medien sieht, die meisten Rapper wollen Krieg, als ob's kein Nahen Osten gibt, wie United Africa Peace, keine Menschen erschießt, in einem Kettenverlies, ich sag als Einzelner, hab ich viel dazu gelernt, doch im Kollektiv ist das nicht so einfach bis super schwer, weil sich jeder sicher ist, dass er den Stein der Weisen hat, doch das meiste vergänglich ist wie im Herbst ein Feigenblatt, ich lebe einfach meinen Part und hoffe, dass alles gut geht, und wenn das Ende da war, auf ein starkes Bouquet, yeah. Keep on doing what we're supposed to, strong that this is what we're meant to do. Would you be all for love? No matter what'll come, we'll just keep our heads high. Cause one day we're gonna touch the sky. Would you be all for love? Es war ein weiter Weg. All for Love. Ausgleich featuring Dani. Von der Soul EP. Ja, ihr habt es ja vorher schon erzählt, eben, also das sind jetzt mal so drei Songs, die zusammengepasst haben, die schnell raus mussten. Aber das heißt, es gibt schon auch die Fragmente des zweiten Albums in Grundfesten auch schon. Also wie weit ist das gegangen? Auf jeden Fall. Also. Okay. Also es sind nicht die einzigen Tracks, die im Zuge dieser Vorbereitung fürs zweite Album entstanden sind. Das heißt, es gibt auch andere Tracks, die mehr oder weniger seit einiger Zeit herumliegen, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, was wir damit machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Und es ist durchaus Potenzial da und durchaus genug in unserem Köpfen, um das nächste Album recht richtig krachen zu lassen. Das hat jetzt geklungen inspirativ wie bei Michael Häupl oder sowas. Ja, genau. Wir haben das Potenzial. Sehr gut. Das ist die richtige Herangehensweise. Gute Ansprache. Ja, also Soul, die EP ist jetzt fertig. Gibt's jetzt? Genau. Kann man bei einschlägigen Mail ordern? Genau, also ist definitiv überall erhältlich. Okay. Mediamarkt, Saturn, Amazon und auch in iTunes zum Downloaden. Und man kann sich die ganze Sache auch anhören vorher. Also wir haben da diesmal einen neuen Weg gewählt. Wir haben einen YouTube-Kanal eingerichtet über Stiege 44 und also Adresse ist youtube.com/Stiege44, sehr naheliegend. Und haben halt auf diesem Kanal die gesamte EP raufgehaut. Das heißt, jeder kann sich die gesamte EP oben anhören in einer Art Ausgleich-Player und sich jeden Track halt selber zu Gemüte führen und sagen, ja, taugt mir nicht. Damit man halt auch sehen kann, okay, da steckt ein bisschen Qualität dahinter. Das ist anders als das andere Zeug. Da steckt mehr Arbeit, mehr Zeit, mehr Kohle, whatever dahinter. Und ja, wenn es einen taugt, hoffen wir halt, ja, dass die Leute das auch wirklich kaufen nachher. Es kostet ja echt kein Haus, es ist eine EP. Wir haben die EP zu Singlepreisen, also ist das voll in Ordnung. Und ja, Support Quality Rap, hört es euch an, youtube.com/Stiege44. Das muss fetzen. Ja. Das ist hier der Redewettbewerb heute. Ich glaube, wir sind hier beim Ansprachenwettbewerb. Sehr gut. Wir können direkt und ich gehen nach Hause. Die Wahlen erst nächstes Jahr. Ne? Sehr gut. Wer wird gewinnen? Ja, Soul heißt die EP, Soul heißt auch der eine Track drauf. Und am Anfang hat mich dieses Vocal Sample irgendwie sofort angesprungen. Ist das von so einer Castingshow oder wo kommt genau, das her? Genau, das hat der Psych ausgegraben. Das dürfte, glaube ich, von Deutschland sucht den Superstar sein. Passt perfekt zu dem Track. Sorgt eigentlich in den ersten, das erste Sample sorgt eigentlich schon alles. Also, ja, hören wir es uns einfach an. Ganz genau, würde ich sagen. Super. Soul EP, Ausgleich. Danke fürs Vorbeischauen. Danke. Das ist der Titeltrack. Dankeschön. Breakbeat. Ciao. Du hast eine Stilistik drauf, die ich persönlich Old School American Showbusiness Style nennen würde. Das ist aber eine Stilistik, die wir leider nicht brauchen. Vielleicht das Beste, ich verkauf mich und mach Gangster-Rap. Besorg mir eine Kette und polier sie, bis mein Ego glänzt. Ich frag mich, wofür schreibe ich Texte, die auf Sinn ergeben, wenn die meisten sowieso nicht zuhören und dann nicht verstehen, was dahinter steckt und das ist, was bewirken soll. Anscheinend ist Rap in Wien schon lange nicht mehr wirkungsvoll. Vielleicht die Zeit, mich zu verändern und noch mehr zu posen, Inhalt wegzulassen und mir dafür ein Gewehr besorgen, dass ich dann verwende, um den harten Blick zu unterstreichen und euch allen zu beweisen, ich geh sogar...